Eine Fahrt ins Ungewisse für 5 EU-Politiker. Ein Blind Date mit den Wählern. Diesmal mit dem Kandidaten der SPD. Udo Bullmann. Europa ist Freiheit. Europa ist Sorge um den anderen. Keiner darf durch den Rost fallen. Und Europa gibt Perspektiven, insbesondere für die jungen Menschen. Die wollen frei leben und ungehindert und unzensiert. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Hallo, Herr Bullmann. Das ist mir eine große Freude. Michael Groß, herzlich willkommen in Wettenberg. Wunderbar. Wir würden mal rüber in die Werkstatt gehen. Klar. Und gucken uns mal an, was wir so machen. Gerne. Steigen wir direkt ein. Ja, wenn wir uns diesen schönen Transporter da ansehen, der hat ja einen Verbrennungsmotor. Das stimmt. Und dieser Verbrennungsmotor ist ja extrem effizient, Euro 6, mit Sicherheit auch, was den Verbrauch angeht und den CO2-Ausstoß, sehr, sehr effizient. Jetzt haben wir ja das Problem, Verbrenner aus bis 2035. Ich möchte mir gerne mal Ihre Strategie dazu anhören, weil ich einfach ein Problem habe. Wir kriegen die Autos nicht bis dahin umgerüstet. Und vor allen Dingen haben wir das Problem, wir können keine 35 Fahrzeuge über Nacht laden hier am Standort. Ja, kennen das Problem natürlich. Sie sind auch nicht der Einzige, der sich Gedanken macht, der sich Sorgen macht. Die Entscheidung ist gefallen. Ich glaube, die deutsche Autoindustrie hat viel verpennt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, da bin ich bei Ihnen, aber wir haben auch ein Netzthema. Ja, wir haben natürlich ein Netzthema. Also wir haben hier auf dem Unternehmen alle Flächen mit Photovoltaik belegt. Ja. Und die Leistung, die ich oben auf dem Dach habe, müsste ich verfünffachen, um die Fahrzeuge zu laden. Ja. Dann muss man dann am Ende doch hinterfragen, ob das Gas und die Braunkohle eben wirklich das richtige Mittel ist, um Transporter zu laden, die am Tag dann zu den Kunden fahren. Aber in 35 wollen wir auch mit dem Mix ein bisschen weiter sein als heute. Ja, Sie vergleichen ja die Situation heute, also den Energiemix von heute mit der Situation in 35 ist nicht ganz fair. Was mich unheimlich nervt, ist, dass chinesische Autos deutlich weiterfahren als europäische, insbesondere auch deutsche. Das geht mir ziemlich auf den Senkel. Und es zeigt eigentlich, wie sehr unsere Industrie nach hinten geschaut hat, in der Hoffnung, es bleibt alles, wie es ist. Das ist deutscher Automobiltechnologie unwürdig. Mein Kollege Jürgen Frank hat ein paar Themen. Hallo, ich grüße Sie. Freut mich. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Frank. Ich bin zuständig für die Fahrzeugumbauten für mobilitätseingeschränkte Menschen. Leider ist es so, dass seit 2022 in der EU ein UN-Regelwerk gibt zur Cybersicherheit und Software-Updates von vernetzten Fahrzeugen. Jetzt steuern wir in so einem Fahrzeug die Sekundarfunktionen des Fahrzeugs. Das sind Blinker rechts, Blinker links, Warnblinker. Das wird leider ab 1. Juli verwehrt. Ja, verstehe. Und das ist ein großes Problem für Kunden, die oder für Menschen, die einen behinderungsbedingten Umbau brauchen. Das darf natürlich nicht passieren, weil wir wollen ja den Menschen nicht schaden. Und schon gar nicht, wenn ein Hersteller in der Lage ist, also jemandem, der stark beeinträchtigt ist, das autonome, selbstgestaltete Fahren und die Mobilität zu gewährleisten. Da habe ich eine konkrete Frage. Ja. Ist das bei uns irgendwie verbaselt worden? Sonst wäre ich der Erste, der mit der Kommission darüber spricht und sagt, wie können wir Ausnahmeregelungen gestalten, dass die Menschen, die hier einen großen Zugewinn erfahren, nicht benachteiligt werden durch unsere Regeln. Mich interessiert das Thema sehr und ich würde gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben dazu, weil es ist aller Ehren wert. Sehr gerne. Vielen Dank. Wollen wir weitergehen? Wir haben noch ein paar weitere Bereiche. Ja, natürlich. Ja, gehen wir in diese Richtung. Schon im Gespräch. Wir bauen hier so ganz energieeffiziente Anlagen. Solche Anlagen stehen beispielsweise in Schweden, in Dänemark, in Belgien, in den Niederlanden. Und meine liebe Kollegin Regina Timm, die darf sich mit den Regularien auseinandersetzen. Gerne, Frau Timm. Da hat die also ganz schön was zu tun. Jetzt ist gerade der aktuelle Fall, ist jetzt in Schweden, oder auch, aber es gilt eigentlich für alle EU-Länder. Ich muss jedes Mal unser Unternehmen bei der Außenhandelskammer melden, dass dieses Unternehmen, dass es das gibt. Europäisches Unternehmensregister wollen wir schon ganz lange. Ja, das wäre super. Wenn die Mitgliedstaaten sich darauf einigen könnten, nach einer gemeinsamen Norm europäisches Unternehmensregister zu machen, dann sind sie da in der Kartei, dann guckt der Schwede hier oder die Schwedin, haben wir die schon mal gesehen, die Deutschen haben sie registriert, alles ist gut. Ich habe aber das Gefühl, es geht potenziell nach oben, wenn ich an die Transparenzregister-Thematik, an die Bundesnetzagentur, an all diese Dinge denke, die wir alle erledigen müssen. Und dann fahren wir noch nach Hamburg, um eine persönliche Unterschrift zu leisten. Das ist extrem schwierig zu verstehen. Herr Groß,
Wollen wir eine Wette machen? Gerne. Es könnte an Ihren schwedischen Kooperationspartnern liegen. Es könnte an deutschen Regeln liegen, beispielsweise bei der Außenhandelskammer. Oder es könnte an Brüssel liegen. Ich würde Ihnen die Waffenwahl überlassen. Entweder ein frisch gezapftes Licher Pilz oder ein Rheingauer Riesling, dass ich recht habe, dass es nicht an Brüssel liegt. Okay, ich nehme das Pilz. Eine Wette, die Bullmann gewinnt. Es liegt an schwedischen Gewerkschaften. Ich brenne für Europa und ich freue mich, wenn sich die Dinge weiter verschlanken und wenn wir besser unsere Ideen auf die Straße bringen, gemeinsam und dann nach vorne gehen. In aller Regel wird ein europäisches Gesetz gemacht, um 27 Gesetze zu ersetzen. Also die Bürokratie kommt nicht notwendig aus Europa. Und da müssen uns die Kolleginnen und Kollegen in den nationalen Parlamenten ein bisschen helfen. Welche Blindstate-Kandidaten ins EU-Parlament kommen, entscheiden die Wähler diesen Sonntag.